Und zwar wurde ein Video geleakt von dem lieben Younes, wo er im Zug war und sich einen runtergeholt hat. Oh, noch ein Lied. Ich kann nicht mehr. Hey Leute, willkommen zu einer Runde Jump League mit Antonia. Hi. Und weil ich nie ein Thema habe, habe ich mir jetzt mal eins überlegt, weil die gute Antonia mich letztens auch darauf angesprochen hat. Das war der gute. Ja, du hast mir ein Audio geschickt über ihn, ob ich das mitbekommen habe. Okay, auf jeden Fall über, ja, wir wollten über Younes Amiri labern. Und ja, Antonia hat bei dem ersten Vorfall irgendwie gar nichts mitbekommen. Auf jeden Fall, denk mal, die meisten von euch haben das mitbekommen. Ich glaube, Max hat da auch genug Videos zugemacht, Feiergoon. Nehme ich zumindest an. Auf jeden Fall war er ja in irgend so einem Einkaufscenter. Und da hat er irgendwelche anderen 14-Jährigen oder so angestiftet, dass sie im Einkaufscenter einen Böller zünden. Und dann hatten halt voll viele Angst, die ganzen Besucher, weil die halt dachten, dass irgendwie ein Terroranschlag stattfindet. Auch wenn man wahrscheinlich einen Unterschied hören würde, aber da würde man ja in dem Moment nicht dran denken. Und dann hatten die alle voll die Panik und dann sind ja auch welche verletzt worden. Und generell hatten richtig viele dann noch so ein Trauma davon. Hä, warum kann ich die Kiste nicht öffnen? Same. Beim dritten Modul. Ne, beim vierten. Jetzt geht's wieder. Ja, es geht okay. Ja, auf jeden Fall haben jetzt auch einige davon Trauma gehabt. Zumindest meinten die das. Unter seinen Bildern haben wir das auch oft genug gelesen. Also das war eigentlich schon so die erste Aktion, wo er mit in den letzten Monaten aufgefallen ist, hey, WTF, geht der Sprung? Und es wurden Leute verletzt, also wirklich. Ich verstehe halt nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, heutzutage da sich so einen Witz darüber zu machen. Keine Ahnung. Ja. In so einem Einkaufscenter, wo richtig viele Menschen, denke ich mal, auch sind, dann noch andere Leute dazu anzustiften. Ist so. Er hat es halt nicht mal selber gemacht, er stiftet einfach Leute dazu an. Ja, also man weiß ja auch nicht, was jetzt genau alles da stimmt, aber ja. Ich finde sowas einfach so strohdumm und ich verstehe einfach nicht mehr, ob die Idee davon kommt. Und ja, das war auf jeden Fall eigentlich so die erste Story, die ist ja schon ein bisschen länger her. Ich denke mal, die meisten wissen das schon. Ja, Antonia, du kannst ja mal die zweite Story erzählen. Und zwar wurde ein Video geleakt von dem lieben Younes, wo er im Zug war und sich einen runtergeholt hat. Hi. Ja, und man muss anmerken, das ist irgendwie 2 Jahre her, oder 1-2 Jahre meinte er in seinem sagt Video. Sagt er zumindest. Und, Alter, das ist so ein Kackmodul hier. Und auf jeden Fall hat das irgendwie sein bester Freund, oder sein damaliger bester Freund aufgenommen. Das verstehe ich ja auch nicht so. Erstmal in der Bahn, er meinte ja irgendwie, dass es ja voll spät war. Ja. Und dass da kein anderer war, aber ich finde es trotzdem in der Bahn. Erstmal war es ja trotzdem öffentlich, öffentlicher Platz, wo man es nicht darf. Und das Ding ist ja, er sagt, die waren alleine, also da kam keiner mehr. Das Ding ist aber, es war halt trotzdem der Freund da. Ich meine, what the fuck, ist das normal bei ihm, dass man das untereinander macht, oder? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Nein, aber ich würde erst gar nicht mehr auf die Idee kommen. Es kann ja trotzdem immer sein, dass irgendwer kommt, oder da, um Kameras die Tickets oder zu kontrollieren. What the fuck? Ja, da hätte ich viel zu viel Angst vor. Und vor allem musst du eigentlich schon so genug Verstand haben, dass man es vor Freunden nicht macht. Aber ich denke mal, einige Jungs sind da doch schon komisch drauf. Ja, ja. Aber trotzdem, das ist doch, ich finde es einfach mega abartig. Ein Statement-Video dazu hochgeladen, zu dem Anschlag da, also zu dem Böller. Hey, voll nicht. Da hat er keins hochgeladen. Ja, genau. Da hat er, soweit wir wissen, nicht zu hochgeladen, was ich auch irgendwie mega dumm finde. Weil das ja schon eigentlich, keine Ahnung, für sowas könnte man sich halt echt entschuldigen. Es war ja sowieso klar, dass er das war, weil das stand ja überall. Als ob, oh mein Gott, da ist Jump League. Und oh wow, wow, ich hab gar nichts, ne? Also, ich auch nicht wirklich viel Zeug. Okay. Oh. Er hat ja einfach nur seinen Kumpel gesagt, er soll es löschen. Ich würde mich niemals darauf verlassen, egal wie gut ich mit so jemandem befreundet bin, aber... Wenn, dann würde ich so auch kontrollieren, ob das... anscheinend. Ja, ich würde es ja so machen. Ich will ja wenigstens kontrollieren und dann auch so in diesen Gelöscht-Ordner gucken. Ja, ist so. So safety first, egal ob das mein bester Freund ist oder nicht. Oh, beste Freundin. Weil man weiß ja nie so, was in der Zukunft so passieren sollte. Man merkt ja, was daraus jetzt geworden ist. Und hey, ich komme einfach nicht drauf klar, dass man sowas generell im Zug macht. Same. Nein, erstmal auf die Idee zu kommen, dann, wenn der Kumpel da noch neben sitzt. Aber es sah in dem Video halt auch nicht so aus, als ob es ihn stört. Er hat ja richtig in die Kamera reingeguckt. Ja, und es kam so, keine Reaktion. So als wärst du das Normalste. Aber von dem Kumpel, irgendwie sagt das so keiner. Alle immer nur so, Younes.
Aber man muss auch irgendwie den Kumpel beachten, was der eigentlich für ein 31er ist. Vor allem, weil er, dieser Younes, ja in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Und da kann man ja so viel versauen. Also, das finde ich richtig assi und ich bin einfach schon komplett tot. Also, ich habe noch ein Leben. Oh mein Gott, richtig gute Runde auf jeden Fall. Guck dir mal diesen Jump League an. Ja, da fehlt so gute Sachen. Ja, ich finde sowas irgendwie richtig 31er-mäßig von den Kumpel, weil ich weiß nicht, so ein schlechtes Gewissen und generell, was es auch für Maßnahmen haben wird für den Kumpel, weil man weiß ja, dass er das aufgenommen hat. Und da sind wir schon in der nächsten Runde. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ach ja, ich glaube wegen den Straftaten, ne? Das wäre mir schon viel zu riskant. Und generell bekommt man sowas ja nie wieder aus dem Internet, weil ich will gar nicht wissen, wie oft das gereuploadet wurde. Das finde ich aber auch gut, dass er da auch niemanden verschont, auch wenn die sich entschuldigen, dass er die dann anzeigen wird, weil eigentlich sollte jeder so einen klaren Kopf dafür haben, was das für Maßnahmen hat. Mhm. Und generell bleibt das ja, wie gesagt, im Internet und die anderen Leute haben da ja dazu beigetragen. Keine Ahnung, ich würde es auch machen, also weiterhin die alle anzeigen, egal wie sehr sie sich dann entschuldigen würden. Also generell will man ja auch nicht, dass solche Videos über einen selbst da veröffentlicht werden. Dann will ich doch selbst auch nicht auf die Idee kommen, da jemand anderes so in die Pfanne zu hauen, sag ich jetzt mal. Was muss das für ein Kumpel sein, dass er auf die Idee kommt, ihn da einfach bei zu filmen? Ist so, what the fuck? Hä? Ist halt echt so. Weil die waren ja zu dem Zeitpunkt eh noch so beste Freunde. Warum filmt man das dann? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich für beide Seiten so kein Verständnis. Irgendwie, also er tut mir richtig leid, weil wie gesagt, was einmal so im Internet ist, bleibt ja auch zu 100% oder zu 99% im Internet, was halt für ihn auch richtig belastend ist. Vor allem, weil er ja schon dieses, wo er den Böller da gezündet hat, da hat er schon richtig viel Hate für bekommen. Und ich glaube, die meisten checken auch nicht, dass er im Endeffekt selbst nichts dafür kann, dass das veröffentlicht wurde, auch wenn es ziemlich dumm von ihm selbst war, dass er das überhaupt macht. Mhm. Oh, nee. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt. Würde ich was mit meiner besten Freundin machen, da überhaupt dran denken. Ich denke mal, Jungs denken das sowieso noch mal ein bisschen anders als wir Mädchen. Aber ich denke, dass die meisten trotzdem so einen klaren Verstand haben werden und ja, das nicht machen würden. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Aber generell, ob ihr das überhaupt alles mitbekommen habt. Aber ich so geil, gar keiner. Jetzt hast du alles drauf aufmerksam gemacht, toll, Sarah. Scheiße. Guck, Leute, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Er hat halt Pech gehabt, dass er auch noch Reichweite hat in dem Fall. Aber trotzdem sollte man immer so aufpassen, was man macht in der Öffentlichkeit oder generell, was man verschickt für Sachen. Auch sowas, Nacktbilder oder irgendwas in der Art so angeht. Ja, ist ja so, wie viele Leute wurden da schon auf Twitter geleakt? Also, ja. Ey, ich bin so scheiße. Willst du auch noch was zu dem Thema sagen? Nein, Mann. Hä? Warum geht das denn nicht? Ich bin eigentlich nicht so schlecht. Zu meiner Verteidigung. Ich komme zu. Guckst du den eigentlich manchmal? Oder? Nee, nie. Bist du nur deswegen auf ihn aufmerksam geworden? Nee, ich kannte ihn schon vorher. Durch irgendeine andere Influencerin, aber ich gucke nie. Also ich glaube, er hat ihn nicht abonniert oder sonst was. So. Übrigens, Leute, wenn ihr mal öfters irgendwelche Videos sehen will, wo man mal so ernstere Themen anspricht oder generell mal so aktuellere Themen, halt zum Beispiel das hier oder ich mal irgendwelche Sachen mal Tilan. Lol. Ja, ich habe ihn kennengelernt. Heute? Mhm. Freund hat mir auch schon ein Video gezeigt. Ich kannte die nicht. Was? Hä, wo lebst du bitte? Junge, so verstörend, Alter. Ihre Videos sind behindert. Ja, Leute, wenn ihr wollt, dass ich mal irgendwie so über sie oder generell über irgendwelche ernsteren Themen mal ein Video machen soll, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und generell auch irgendwelche Themen, wenn ihr Lust habt auf sowas. Und ja, meine, ich krieg den Sprung nicht hin. Same, guck mal, wo ich bin. Junge, ich bin letzter oder so. Leute, es ist schon richtig spät, beziehungsweise geht's eigentlich noch. Aber ich denke mal, die meisten haben morgen Schule und es ist so schwer, eine Jump-League-Runde voll zu bekommen. Mhm. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, easy. Oh Leute, einer hat's einfach schon wieder geschafft, ja moin. Als ob! Ach Leute, ich hab's auch gleich geschafft. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ja, super. Ich hab's überhaupt nicht. Oh mein Gott, egal. Übrigens, Leute, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cooler findet, wenn ich mal so Double Face Cam und sowas mache, weil irgendwie finde ich sowas generell cooler, so wenn man beide Personen sieht. Also das macht ja nicht jeder Face Cam, aber die Leute, die halt öfters mal Face Cam machen oder die nichts dagegen haben, sich zu zeigen, würde ich das eigentlich ganz cool finden, wenn die dann auch Face Cam machen. Lasst ein Like dafür, mehr du Face Cam. Ja, es laggt. Ach, Leute, ich hab dich gehittet, ich hab nicht gesehen, danke, dass du auch da warst. Danke, bitte schön, mein Schatz.
will nicht, dass Hallo. Du spielst. Bist du low? Als Spiel. Bist du low? Sarah, wir ich hab zwei Herzen, ne? Ein Herz. Oh. Okay, Erti, ich bin auch tot. Oh mein Gott. Das ist das beste Gameplay überhaupt. Ja, okay, ich bin wieder bei ihm. Oh Mann, dieser Fati ist schon wieder hinter mir. Oh, ich spreche mal aus. Fati. Komm her, Atem. Ich sag schon Atem zu dir. Ich hab irgendwas im Auge. Er ist richtig, ja, oh, er ist richtig low. Sorry. Jetzt bin ich aber auch richtig low. Tut mir leid. Schuhe oder ist das ein Dreierteam? Ja, hier. Wow. Sogar von irgendwo abgeschossen. Von dem Typ! Ich hab noch einen. Nein, der geht auf mich! Als würde er mich so targeten oder warte, so. Warte, komm, ich hab ihn eben richtig. Warte. Aua. Aua. Oh, Alter, ich krieg da so eine Combo von dem. Sarah, ich rette dich. Oh mein Gott. Ich bin gleich raus, ne? Ich hab 1,5 Herzen. Oh mein Gott, Sarah. Und er schießt mich ab. Er targetet. Nein, er targetet. Ich bin komplett raus. Alter, was ist das? Dieses Gameplay. So ein gutes Video. Heißt, das ist eigentlich ein Dreier-Team? Ich glaub, die haben alle richtig scheiße. Oh, Alter! Er leuchtet auch im Leben. Ich dachte, ich bin komplett tot schon. Oh. Los, Junge, Sarah, die haben nichts. Pass auf, wieder. Nein, jetzt noch nicht. Oh Mann, jetzt kommt der schon dann wieder. Weg. Boah. Oh mein Gott. Mann, ich bin nicht mal full. Oh, easy. Oh mein Gott, diese Combo. Sarah. Oh mein Gott. Josie. Oh mein Gott, da kommt ich zurück. Easy. Wenn Accept Human nervt man nö. Okay. Oh. Schreib ja, wenn du win lässt. Wenn du win lässt. Halt echt. Boah. Kämpf doch. Er hat noch zwei Leben. Locker ist er eh full. Oh, ich hab irgendwas im Auge schon die ganze Zeit. Nein, als ob das war. Grand Accept. Oh, ich hab irgendwas im Auge. Ich bin so dumm, Sarah. Okay, go. Ey, wenn du jetzt verlierst, Sarah. Wenn du jetzt verlierst, ne? Nein. Ich muss so nach. Mm-mm. Okay, lass mir eine gute Kombo gehen. Ich leite das aber raus. Oh, oh easy. Alter, der war easy, Alter. Oh, er noch ein Ding. Auch einen roten Kopf und meine oh mein Gott, ich bin so rot. Easy win auf jeden Fall an dieser Stelle. Das war eine sehr gute Runde auf jeden Fall. Wir waren Leute, war's das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei Antonia vorbei. Und schreibt gute Themen in die Kommentare. Tschüss. Okay. Feel inside and I go. Living through the painful nights, but I know. I'm coming out the other side and I know. I wouldn't want another.